Dann machen wir jetzt weiter, ganz klar mit dem Thema News Impact auf Währungen. Ja, haben wir da, läuft sozusagen hier die zwei Container, die ineinander crashen. Da muss man schauen, was habe ich denn da in diesem Bereich auch immer wieder auf der Uhr. Und das ist mal ganz klar hier an dieser Stelle der Bereich mit den Währungen. Ich hatte es vorhin angekündigt, das Thema habe ich heute einfach mal ein bisschen auf den Tisch genommen, weil ich halt die Frage bekommen habe, Mensch, kannst du bitte noch mal kurz erklären, was bedeutet das denn mit einer Währung, wenn sie schwächer oder stärker wird, mit Bezug auf die entsprechenden Währungspaare? Das mache ich sehr, sehr gerne. Das ist jetzt kein großartig schwieriges Thema, nur es muss halt einfach bekannt sein. Heißt also, an dieser Stelle gehen wir ein, weil ich hier ein zweites Video mache, noch ganz kurz der Risikohinweis, bitte wieder in Gänze nehmen, der Handel in Gänze zur Kenntnis nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Damit hätten wir das besprochen und wir machen weiter mit dem Thema. Nummer 1, was sind denn überhaupt wichtige Nachrichten? Das ist ja das, was ich jeden Morgen auch mit scanne, wo wir drüber sprechen, wie kann was die Märkte bewegen. Und zwar sind das, ich sag mal, ich habe jetzt mal so ein bisschen mich im Potpourri bedient, wo wir wichtige Nachrichtenmeldungen herbekommen. Das ist das Thema Bruttoinlandsprodukt, ne? Das ist das Thema Einkaufsmanager-Indizes, Verbraucherpreisindexe, Arbeitsmarktzahlen, das Thema Inflationserwartung. Gut, das spielt momentan keine so große Rolle, weil das haben wir einfach nicht. Das sind Zinsentscheide, beziehungsweise nicht nur die Zinsentscheide, sondern es sind halt auch die Dinge, die die Notenbanken dann in den Pressekonferenzen preisgeben. Das sind Mitteilungen beispielsweise zum Thema Öl auch oder von der Weltbank oder von dem vom IWF oder das Thema der Rohöllagerbestände. Das sind alles so Sachen, die wirken sich auf die Währungen aus. Und das ist jetzt der wichtige Punkt. Wenn ich immer spreche dann davon, dass beispielsweise der US-Dollar stärker wird oder der US-Dollar schwächer wird, auf was wirkt sich das denn aus? Ich zeige euch mal ganz kurz, wie ich das meine hier an dieser Stelle. Wartet mal kurz, das haben wir, kleinen Augenblick, neues Fenster. So, da haben wir es. So. Und zwar, wenn wir einfach mal kurz uns die Währungsfutures anschauen. Hier einfach mal rüber. Ich mache es mal ganz kurz groß, hinten rauf. Ich hoffe, man kann es gut sehen, wenn wir es haben. Also, hier schaue ich mir immer die Währungsfutures an. Das heißt, ich gehe bei Finbits auf die Futures und gehe dann in den Futures auf die Currencies. Das sind die sogenannten Währungen. So. Und das sind mal hier die Hauptwährungspaare. Ja? Die Werbung da unten, sorry, die kommt, wie sie kommt, ist dafür kostenlos, ja. Hat alles seinen Preis. Also, schaut euch das an. Das hier sind sozusagen die wichtigen Währungen unserer Welt. So, zumindest einige, wo es die Futures drauf gibt. Und da sehen wir jetzt ganz klar, was macht denn die einzelne Hauptwährung? Also, hier haben wir beispielsweise den Dollar an dieser Stelle. Ist der Dollar stark, ist der Dollar schwach? Hier haben wir den Euro. Ist der Euro schwach oder ist er stark? Beim Yen genau das gleiche Bild. Also wir sehen hier ganz klar, wir sehen Seitwärtsphasen, wir sehen stark steigende Phasen, wir sehen fallende Phasen. Das sind die Marke, die wir brauchen. In den Seitwärtsphasen, so ähnlich wie wir das jetzt beim Euro sehen, sehen wir, da gibt es so wichtige Schiebezonen. Und wenn wir sehen, dass der Euro beispielsweise jetzt von dieser Schiebezone nach unten ausbricht, dann ist das sozusagen eine Schwächung vom Euro. Das heißt, wenn wir uns dann beispielsweise Währungspaare mit dem Euro anschauen, dann wissen wir, okay, wenn jetzt der Euro schwächer wird, dann bewegt sich natürlich das Währungspaar auch in eine bestimmte Richtung. Das schauen wir uns gleich an. Gleiches Bild beispielsweise hier im Schweizer Franken auch. Lange Schiebezone, kurzer Ausbruch nach unten, jetzt wieder Rückkehr in diese Schiebezone. Das heißt, hier oben, das war Schwäche, dann kam Stärke rein, jetzt geht die Stärke plötzlich weg. Das sind die Dinge, die wir sehen. Und wenn wir jetzt überlegen, wenn wir so eine Währung bekommen, ja, und wir bekommen, beziehungsweise eine Information bekommen, und wir gehen beispielsweise mal auf das Thema Kanada. Kanada ist ja ein Land, was sehr, sehr rohstofflastig ist. Und wenn wir da beispielsweise hören, dass es schlechte Meldungen vom Ölmarkt gibt, und wir wissen, Kanada exportiert halt auch ordentlich Öl, dann ist das in der Regel schlechter für die Wirtschaft in Kanada. Und in der Regel sieht man dann, nicht immer, ja, man muss halt schauen, wie das Währungspaar auf die Währung reagiert. Aber wenn man sowas hört, dann muss man halt schauen, okay, Moment, Petrowährungen, wenn der Kan-Dollar jetzt plötzlich mit Schwäche reagiert, dann hat das ja auch Auswirkungen auf die Währungspaare, die mit dem Kan-Dollar zusammenarbeiten, ja. Das sind so die Relationen, die Korrelationen, die wir da
an dieser Stelle immer haben, wo wir das Ganze auf der Uhr haben müssen. Ja? Das also einfach mal zu schauen, hier schaue ich auf die Futures, was hier los ist. Und ne, beispielsweise hier im Neuseeland-Dollar, da sehen wir es, das ist ein Stärkesignal. Der Markt ist hier hochgelaufen. Moment, wir gehen mal kurz auf den Neuseeland-Dollar drauf, da kann man es besser erkennen, hier an dieser Stelle. Also schaut, der Markt ist hier unten in einem wichtigen Support-Level zum Stehen gekommen. Hier, das ist das Support-Level hier unten. Läuft jetzt wieder hoch, steigt an. Das ist ein Stärkezeichen. Und wenn wir jetzt quasi, ich scroll's mal noch ein bisschen größer, Moment. Wenn wir jetzt hier im Kann-Dollar noch ein Stückchen höher laufen, ja, dann wäre das ein sehr, sehr guter Punkt dafür, dass wir sagen können, hey, wenn wir hier oben drüber gehen, haben wir plötzlich wieder einen Aufwärtstrend. Dann trendet der Neuseeland-Dollar nach oben. Das heißt, er wird stärker. Ja? Und das heißt, wenn der Neuseeland-Dollar stärker wird, für das Währungspaar im US-Dollar, der Neuseeland-Dollar, ja, der wird stärker, schwerer, der fällt und der Chart steigt. Das erkläre ich gleich mal, was ich daran meine. Zuvor allerdings noch kurz der Weg hier rein in das Thema nochmal der Währungspaare. Und zwar rein vom Verständnis her. Wir gehen hier mal ganz kurz ein paar Währungspaare durch an dieser Stelle. Beispielsweise Austral-Dollar, US-Dollar, Euro-US-Dollar, Euro-Schweizer-Franken, Pfund-US-Dollar, US-Dollar, japanische Yen. Da sehen wir, das sind teilweise Währungspaare, die stehen, oder Währungen, die tauchen immer mal wieder auf. Die stehen mal vorne, ja, und mal stehen sie hinten. Beispielsweise hier im Austral-Dollar, US-Dollar haben wir den US-Dollar. Im US-Dollar, japanischen Yen haben wir auch den US-Dollar. Einmal steht der US-Dollar hinten, einmal steht der US-Dollar vorne. Und jetzt muss man sich einfach die Frage stellen, wenn der US-Dollar stärker oder schwächer wird, also leichter oder schwerer, je nachdem, wie man es haben möchte, an welcher Stelle steht er denn? Und wenn der jetzt schwerer wird, in welche Richtung schlägt das Pendel dann aus? Ich werde das nachher gleich mal noch erklären. Was bei den Währungspaaren hier, das ist aber jetzt rein informativ auch noch wichtig ist, man hat sozusagen immer die Basiswährung und die Kurswährung. Ja? So. Und wenn wir jetzt beispielsweise hier das Währungspaar Euro-US-Dollar haben, dann bedeutet das, wenn man jetzt einen Lot, also 100.000 an Menge kauft im Euro-US-Dollar, dann bei einem Wert von 1,11 zum Beispiel, bisschen älter die Grafik, aber das Bild erklärt es trotzdem, dann hat man jetzt sozusagen den Euro in den US-Dollar getauscht und hat in seinem Gegenpart 111.000 US-Dollar liegen. So, das ist mal so die Relation. Und jetzt, passt auf, jetzt erkläre ich mal ganz kurz, was ich mit diesem schwer oder leicht entsprechend meine. Damit, dann öffne ich gleich nochmal das Zeichentool hier an dieser Stelle und werde mal wieder etwas künstlerisch sozusagen aktiv. Das heißt, an dieser Stelle Nummer 1, stellen wir uns mal so eine Waage vor. Eine klassische Waage hier an dieser Stelle oben rauf. So, und dann haben wir hier diese beiden Währungskörbe quasi an der entsprechenden Waage hängen. So, und jetzt ist halt die Frage, wenn der US-Dollar stärker wird, ja, wohin schlägt das Pendel aus? Wenn der US-Dollar schwerer wird oder stärker wird, dann, um mal in dem Kontext der Waage zu bleiben, steigt ja hier das Gewicht. Die Last hier wird größer. Das heißt, der US-Dollar, die Seite geht nach unten und die Euro-Seite geht nach oben. So, und wenn wir uns die Charts einfach mal anschauen, wie wir sie ja auch kennen, dann wissen wir ja, okay, wir haben in den Chart eine Zeitachse und eine Preisachse. Und uns Trader interessiert jetzt in diesem Sinne einfach mal hier die Preisachse. So. Und die Preisachse, da wissen wir ja, nach oben hin steigen die Preise, nach unten hin fallen die Preise. Und das können wir jetzt in Kontext bringen. Wenn wir hier einen US-Dollar sehen, der schwerer wird und das Pendel nach unten geht und wir wissen, die Kurswährung ist US-Dollar, dann heißt das ja auch, dass wir hier oben an dieser Skala US-Dollar stehen haben. So, ja, also, das steht jetzt da. Und wir wissen dann entsprechend auch, wenn der US-Dollar schwerer wird, dann passiert mit der Preisleiste das, die Kurse fallen nach unten. Ne? Ganz klar, das ist die logische Konsequenz davon, dann fällt das Währungspaar, weil die Waage
im US-Dollar natürlich nach unten schlägt. Das Ganze andersrum gesehen, wenn der Dollar jetzt schwächer wird oder der US-Dollar stärker, ja, dann das Ganze bitte andersrum sehen. Wenn der Euro plötzlich schwerer wird, das heißt der Euro hier nach unten läuft, dann hat das ganz klar zur Auswahl, dass wir für den Euro mehr US-Dollar bekommen. Das heißt, diese Waage schlägt in die andere Richtung auf. Die Waage fängt an zu steigen, hier nach oben hin. Heißt also hier mit der Kursleiste, die Kurse steigen, weil ein stärkerer Euro bedingt, dass wir mehr für den Euro bekommen. Ja, das heißt, in unserem Beispiel würde das bedeuten, dass wir hier keine 1,11 pro Euro bekommen, sondern vielleicht 1,12, 1,13, 1,14. Und das sind natürlich die Preissteigerungen nach oben. Und das ist das, was hier dahinter steht, die klassische Funktionsweise. Und ich habe das halt für mich früher so gelernt mit dieser Waage. Das hat mir sehr, sehr stark geholfen, an dieser Stelle diese Planung auch zu vereinfachen. Worauf muss ich denn achten? Was ist jetzt für mich wichtig? Wie sieht der Impact aus, wenn jetzt eine Währung schwächer oder stärker wird? Worauf kann ich da achten? Ja? Und das Ganze habe ich dann in die Charts übertragen. Und jetzt gehen wir noch mal ganz kurz zurück in die Charts und schauen uns das mal eben beim Währungspaar Euro-US-Dollar an. Und beim Euro-US-Dollar, da sehen wir halt auch viel Bewegung. Aber, und das möchte ich mal ganz kurz zeigen, ich muss jetzt nur mal schnell den Chart Euro-US-Dollar finden. Euro, da ist er. Hier, da sehen wir es halt, was hier passiert, dass der Markt sich aufwärts bewegt und abwärts bewegt an dieser Stelle. Aber ich möchte mal kurz auf eins noch aufgehen. Ganz klar, ich habe jetzt hier in diesem Chart natürlich keinen Bezug darauf, auf jetzt eine Nachricht. Ich habe jetzt hier in diesem Chart keine Nachrichten-Impacts. Aber was wir halt immer wieder sehen, ist, dass der Markt vor einem wichtigen News-Event, also zum Beispiel vor einer Notenbanksitzung oder ähnliches, er fängt an, etwas einzupreisen. Also hier an dieser Stelle ist der Markt ja sehr, sehr stark auch angestiegen. Ja? Und wenn man sowas im Vorfeld zu wichtigen Nachrichten sieht und der Markt steigt stark an, dann muss man sich als Händler jetzt fragen, okay, der Markt antizipiert hier etwas sehr, sehr Gutes. Ja? Das ist jetzt gut für den Euro oder schlecht für den US-Dollar, je nachdem, was für eine Nachricht dahinter ist. Aber auf alle Fälle steigt der Markt stark an. Wenn man das jetzt sieht und man weiß, hier oben kommt eine Nachricht, dann kann man sich schon mal an allen fünf Fingern abzählen, was passiert denn, wenn der Markt enttäuscht? Dann knallt es ordentlich nach unten. Was passiert, wenn der Markt nur das bekommt, was er schon eingepreist hat? Wahrscheinlich geht es dann auch nach unten. Und das ist der Impact, das ist das Thema Impact, schwere oder schwächere Währung. Hier kann man das gut sehen. Und dann kann man seine Trade-Planung machen von der reinen Verortung, wo der Markt jetzt steht. Und das hilft mir so ein bisschen zu sehen, was ist denn mit der Währung los, wo geht sie hin, und helfen lasse ich mir dabei immer, wie schon gesagt, hier von den entsprechenden Futures. Ich hatte das Bild ja gezeigt an diesem Punkt, worauf ich da schaue. Das heißt, hier schaut es einfach die Currency Future anschauen und dort von diesem großen Bild entsprechend helfen lassen. Jo, das dazu. Ich hoffe, es hat geholfen, ein bisschen sozusagen Licht ins Dunkel zu bringen, was das Thema mit starken und schwachen Währungen auf sich hat, wie man damit umgehen kann. Wenn dazu noch Fragen sind, bitte einfach nochmal auf mich zukommen. Ich helfe hier wirklich gerne. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Jetzt ist es 9.30 Uhr, der Handel läuft schon. Wir schauen mal, was der Tag heute bringt. Ich sage danke fürs Zuschauen. Allen einen erfolgreichen Freitag. Sonntag gibt es wieder das Research am Sonntag und am Montag dann pünktlich um 8.30 Uhr die Marktbesprechung mit den ersten Handelsideen für die kommende Woche. Ich freue mich drauf und sage tschüss und wünsche allen an dieser Stelle auch schon mal ein schönes Wochenende. Bye, bye.